Hallo Leute, willkommen bei diesem Medieval Dynasty Tutorial Video. In diesem Video geht es um das Essen, und zwar Essen für Anfänger. Ich bin jetzt hier so gegen Ende des ersten Tages und werde allmählich hungrig und das Essen wird erstmals zu einem Thema. Anfänger wissen am Anfang oft nicht mal so richtig, dass sie schon was zu essen in der Tasche haben. Das zeige ich euch mal. Und zwar, wenn man die Tab-Taste benutzt, dann kommt man hier zum Inventar. Und hier sieht man, dass wir 5 Äpfel haben und 2 Haferbrötchen und Trockenfleisch, 20 Stück. Und hier sieht man jeweils den Nährwert. Ein Apfel ist 3 Nährwert, das sind sozusagen 3% von dem 100%, die man Nahrung haben will. Die Haferbrötchen sättigen deutlich mehr, die machen 45%. Also mit 2 Haferbrötchen ist man schon ordentlich satt, selbst wenn man total hungrig ist. Das Trockenfleisch bringt deutlich weniger, hat aber den Vorteil, dass es sich länger hält. Und hier sieht man den Zustand, das ist so der aktuelle Haltbarkeitszustand. Die Sachen vergammeln unterschiedlich schnell. Aber hier haben wir jetzt alles mit 100%, das ist also gar kein Problem. Und hier sieht man außerdem noch das Gewicht, was die jeweiligen Sachen haben. Hier unten sieht man, man kann bis zu 35 Kilo tragen und die sind alle unter einem Kilo, also der wiegt ein Pfund und der 300 Gramm und das Trockenfleisch wiegt in Summe 4, aber da haben wir ja 20 Stück von. Man kommt mit diesen ersten Nahrungsmitteln schon relativ weit, aber ich finde, es macht Sinn, dass man zumindest das Trockenfleisch so lang wie möglich aufhebt, denn dann hat man immer eine kleine Nahrungsreserve. Ja, und wie isst man das nun? Machen wir mal das beim Apfel, anklicken und hier unten kann man, hier gibt es erstmal eine Beschreibung. Das einzelne Gewicht ist 0,05 Kilogramm, also sind das 50 Gramm pro Apfel. Und hier sieht man auch, dass es plus 3 Nahrungsmittel bringt und zusätzlich noch 2 Wasser. Ist ja realistisch, denn so ein Apfel ist ja auch saftig. Und hier sieht man die möglichen Befehle. Interessant ist hier eigentlich vor allem der, nämlich Essen. F. Gut, wir essen mal einen Apfel mit F. Knusper, knusper. Und hier, diese Anzeige ist jetzt hochgegangen. Wir können mal noch einen essen, damit wir das genauer sehen. Jetzt sind wir bei 47, F. Jetzt haben wir 50 und auch das Wasser ist ein bisschen angestiegen. Gut, wir wollen aber nicht gleich unsere ganzen Vorräte verbrauchen, sondern möglichst viel Essen neu generieren. Dazu geht man am besten in den Wald. Da hinten im Hintergrund ist das Dorf. Ich zeige euch mal, wo ich genau bin auf der Karte. Da ist das Hauptdorf. Und hier bin ich in der Nähe von dieser Brücke, wo auch die andere Brücke ist. Und da gehen wir jetzt ein bisschen in den Wald rein. Denn Essen findet man am besten im Wald. In allen Jahreszeiten. So, hier gibt es zum Beispiel im Frühling solche Pilze. Das sind Morcheln. Und die kann man einfach so essen. Ein Stock, ja gut, Stock können wir auch sammeln. Aber vor allem die Pilze. Und die bringen je Pilz 1 Nahrungspunkt. Das heißt, man bräuchte 100 Pilze, um komplett satt zu sein. Und das reicht dann immer noch nicht für einen ganzen Tag. Also sehr viel bringen die Pilze nicht. Ah, man sammelt die übrigens, indem man die E-Taste für eine Sekunde gedrückt hält. Da geht dann immer so ein, na, hier, so ein Kreis dreht sich. Und wie man sieht, findet man hier sehr viele Pilze. Man kann also schon durch fleißiges Pilzsammeln den Hunger so ein bisschen stillen. Gucken wir mal. Man kommt übrigens, den Hinweis mit Jahreszeiten und Schlaf ignorieren wir jetzt mal. Mit I kommt man direkt ins Inventar.
So, hier haben wir jetzt die Speisemorcheln. Da steht Preis 3. Das ist so eine Art mittlerer Preis, der zwischen dem Verkaufspreis und dem Kaufpreis liegt. Wenn wir die verkaufen wollen, kriegen wir, glaube ich, 2. Das werden wir aber gleich auch noch sehen. Ich esse jetzt mal eine. Hier sind wir jetzt auf 46 und jetzt sind wir hier auf 47. So, sammeln wir noch ein paar wenige, obwohl... Nee, lassen wir das mal, damit es nicht zu dunkel wird. Dann gibt es auch im Wald häufig Beeren. Hier müssten welche sein. Da. Die sieht man, das sind runde, grüne Beeren sind die, im Frühling. Im Sommer sind die blau, Blaubeeren halt, und reif. Ich sammle mal ein paar von denen. Das Problem ist, dass man von den grünen Beeren, die man im Frühling sammeln kann, die kann man zwar essen, aber davon wird man vergiftet. So, Ahornzweige. Ja, doch, sammeln wir ruhig mal ein paar Zweige, denn damit will ich euch auch noch was zeigen. Wenn man sich im Frühling vor allem, aber auch in anderen Jahreszeiten, nur auf das selber Sammeln von Nahrungsmitteln verlassen will, wird man nicht satt. Dann ist man die ganze Zeit am Sammeln und hungrig sein und der Magen ist immerzu am Knurren. So, das ignorieren wir auch mal, den neuen Level. Ich sammle jetzt einfach mal Stöcke, denn damit will ich euch auch was zeigen. So. Und dann hoffe ich, dass wir unterwegs noch Johanniskraut finden. So, ich denke mal, ich habe jetzt erstmal genug Stöcke für den ersten Anfang. Gehen wir hier mal so jetzt über die Wiesen Richtung Dorf. Da gibt es auch nochmal Pilze. Da ist jetzt Johanniskraut. So sieht das im Frühling aus. Im Sommer blüht das etwas stärker. Das nehmen wir mal. Mehrere. Kann man übrigens auch verkaufen. So. Und haben wir hier auch Schilf? Ja. Sammeln wir auch ein bisschen Schilf. Das Schöne ist, da kann man meistens stehen bleiben und muss sich einfach nur drehen. Und kann einiges absammeln. So, da ist auch noch ein Johanniskraut. Das nehmen wir auch gleich noch mit. So, es wird schon dunkel. Wir müssen uns also sputen. Ich wollte euch aber vorher trotzdem noch zeigen, wie das mit den Beeren ist. Wenn man jetzt so eine unreife Beere isst, dann wird man im Normalfall vergiftet. So, na, ich habe Glück gehabt. Hier steht auch 20% Vergiftungsgefahr. Ja, mir ist jetzt immer noch nichts passiert, aber jetzt bin ich vergiftet. Hier steht jetzt, du bist vergiftet und das Lilane ist hier auf vergiftet gegangen. Wenn ich jetzt dann ein Johanniskraut esse, dann hilft es gegen die Vergiftung. Aber nur ein bisschen. Und noch eins esse ich und noch eins und noch eins, noch eins, noch eins. Darum habe ich so viele gesammelt. Jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. So, jetzt aber ab ins Dorf. Hier kriege ich noch Info über Vergiftung. Da steht im Prinzip das, was ich euch gesagt habe. Das mit dem Johanniskraut gegen Vergiftung hilft zum Beispiel auch, wenn man Giftpilze gegessen hat. Im Herbst, da gibt es essbare und giftige Pilze. Und, oh, jetzt werden wir auch noch durstig. Gehen wir jetzt gleich nochmal trinken. Das geht relativ einfach. Man braucht aber immer ein Wasser in der Nähe, bis man später mal einen Trinkschlauch findet oder kauft. So, da geht man ins Wasser, bückt sich so und dann kann man trinken. Schlürf und der Durst ist gestillt für eine ganze Weile. So. Und jetzt sind wir bestimmt bald beim Dorf. Ja, da geht's schon los. Tut mir leid, dass es jetzt so dunkel geworden ist.
So. Habe ich schon eine Fackel? Ja, nein, ich habe keine Fackel. So, ich war auch gar nicht richtig auf dem Weg. Gut, aber hier sieht man jetzt den Weg wieder einigermaßen. Und jetzt gehen wir zum Essen kaufen zur Taverne. Denn das ist das Lukrativste, vor allem am Anfang. Später jagt man auch und baut selber Gemüse an und Getreide. Und dann ist das alles viel einfacher. Aber am Anfang ist es am einfachsten, sich mit Hilfe der Taverne zu ernähren. Die ist hier am Ende vom Dorf links, erkennbar an den vielen Tischen und Bänken. Und man kann hier einfach reingehen, indem man durch die Tür durchgeht. Einfach so durchgehen. Und wenn man Glück hat, steht hier die Tavernenwirtin namens Jagrovnjeva. Das habe ich bestimmt falsch ausgesprochen. So, und mit der will ich jetzt sprechen. E. Und dann sage ich, zeig mir deine Ware. So. Damit wir Geld verdienen, können wir ihr was verkaufen. Ich gehe jetzt sogar so weit, dass ich die ganzen Speisemorcheln an sie verkaufe. Denn die haben sehr wenig Nährwert, aber bringen immerhin 2 Stück Gold pro Morchel. Die klicke ich also an. Und sage F, kann man auch hier unten sehen, für verkaufen. Und dann verkaufe ich ihr alle, F akzeptieren und habe Geld dazu verdient. Jetzt habe ich 72, vorher hatte ich 50. Auch die unreifen Beeren verkaufe ich ihr mal. Die machen da wahrscheinlich irgendein Spezialgetränk draus oder was auch immer. Auf jeden Fall kaufen die Beeren für 1 Gold pro Beere ab. Wieder F, wieder alle, so, und wir haben auch einige Stöcke eingesammelt in der Zeit. Die kann man so einfach im Vorbeigehen, immerzu findet man Stöcke, und das ist die einfachste Möglichkeit am Anfang Geld zu verdienen. Nicht die lukrativste, aber die allereinfachste. Die verkaufen wir auch mal, F, so, alle, akzeptieren. Und das Stroh, das war ja schnell gesammelt, 32 kann man auch für je ein Gold verkaufen. Wieder F. Und wenn man hier an dieser Stelle jetzt E tippt, dann ist es sofort auf alles. Und wieder akzeptieren. Und jetzt haben wir schon 168 Gold. Und davon können wir jetzt Essen kaufen. Die hat jetzt ein vielfältiges Angebot. Auch unsere Speisemorchel hat sie inzwischen im Angebot. Aber am preiswertesten im Verhältnis zwischen Preis und Nährwert ist das Fladenbrot. Alle anderen Sachen sind deutlich teurer. Kann man hier mal gucken. Das Fladenbrot nährt zu 40. Und wenn man jetzt im Vergleich eine Suppe nimmt, und kostet 20. Wenn man eine Suppe nimmt, die hat einen Nährwert von 30, also weniger als ein Fladenbrot und kostet 80. Und auch hier Fleisch mit Soße hat nur 25 Nährwert und kostet 40. Also wenn man hier einkauft und noch arm ist, sollte man Fladenbrot kaufen. Da muss man auf den Zustand achten. Jetzt am Anfang hat das noch 100%. Kann sein, dass wenn man morgen wiederkommt, dass das nur 60% hat. Dann kriegt man altbackenes Brot. Dann kostet es aber auch nur 12. Aber es ist dann schneller schlecht. Die Sachen werden nämlich schlecht im Laufe der Tage. Daher kaufe ich jetzt hier auch nur etwa 6 Fladenbrote, würde ich sagen. Das reicht mir dann, ja, so 2-3 Tage reicht mir das. 6, obwohl ich habe hier noch die Hafer. Ich kaufe nur 4 Fladenbrote. So, das muss man dann auch sehen, wie das so mit dem eigenen Leben übereinstimmt, wie oft man ins Dorf kommt und was man sonst für Möglichkeiten hat, ob man schon durch Jagen Nahrung kriegt und so weiter. Also, ich gehe hier jetzt auch auf F und sage, ich will 4 Fladenbrote. Gut. Das kostet mich dann 80 Gold. Das ist schon sehr viel Geld.
Aber ich bin jetzt mit Nahrung gut versorgt. Okay. Ja. Ich werde jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Und man kann an meiner Anzeige sehen, ich bin ziemlich hungrig. Also esse ich gleich mal so ein Fladenbrot. So. F. Ja, jetzt bin ich ziemlich satt. Und da ich jetzt auch weiß, wo ich Essen herkriege, esse ich noch eins. Nee, das lohnt sich nicht. Aber ich kann noch mal einen Apfel dazu essen. Und mit 76 satt ist schon ganz gut. Okay. Jetzt kann das Problem auftreten, dass Jarognjewa mal nicht arbeitet. Dann findet man sie meistens bei sich zu Hause. Ich gucke jetzt mal kurz, ob ich eine Fackel habe, damit es nicht so finster ist. Da gehe ich auch ins Inventar. Ja, ich habe eine Fackel. Die rüste ich aus mit F. Und dann gehe ich hier wieder raus. Und jetzt habe ich hier eine Fackel in der Hand. Ich zeige euch noch das Zuhause von Jarovnje, von der Tavernendame. Und zwar muss man da bis zu der Straße gehen, die den Berg hochführt. Das ist hier. Da, wo man am Anfang auch meistens den den Kastellan gefunden hat. Also, hier und dann gleich das erste Haus. Da wohnt die Tavernendame. Jetzt ist die natürlich nicht hier. Und ihr Mann schläft schon, wie man sieht, oder ihr Kind. Aber wenn sie nicht in der Taverne ist, findet man sie normalerweise hier. Ja, das ist ihre Tochter. Okay, das war schon eigentlich alles, was ihr wissen müsst, für das Essen am Anfang. Und später werdet ihr dann selber noch mehr Nahrungsquellen erschließen. Okay, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.